Gut, ich beginne quasi in Fortführung der kleinen Diskussion, die sich in Anschluss an das Referat von Herrn Willer ja schon ergeben hat, mit einer Frage an Frau Metze-Mangold. Das kulturelle Erbe, so wie es die UNESCO in den Monuments Konzept vertritt, ist ja relativ klar fassbar. Da gibt es irgendwie eine Kathedrale oder ein altes Gebäude und das ist jetzt ein Weltkulturerbe und das muss entsprechend geschützt werden und da darf es nicht reinregnen, es darf nicht abgerissen werden. Inwieweit passt dieses Konzept in die digitale Welt, wenn es darum geht, etwas zu erhalten, was nur noch digital vorliegt, was eben nicht mehr fassbar ist, was wie beispielsweise die Wikipedia nur noch eine strukturierte Darstellung von Wissen ist, inwieweit passt dieses Konzept des kulturellen Erbes der UNESCO dort oder wo muss es weiterentwickelt werden und inwieweit hat die UNESCO das auch schon konzeptionell weiterentwickelt? Es gibt, das ist vorhin schon erwähnt worden, ein weiteres Programm, das heißt Memory of the World, das Gedächtnis der Welt, wie wir so schön übersetzen ins Deutsche. Und da gibt es unter anderem auch die Verpflichtung, ausgezeichnete Dokumentenerbe, Metropolis zum Beispiel als Film oder der Autograph von Beethovens 9. als erste Sinfonie der Welt, bei der eben auch die menschliche Stimme zum Tragen kam und zugleich auch noch ein Libretto, das den Frieden besang, sozusagen den Weltfrieden, diese nun auch ins Welterbe zu erheben. Und das ist immer mit der Verpflichtung verbunden, sie zu digitalisieren, das heißt, der Welt zugänglich zu machen. Auch hier, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, gibt es diesen Grundgedanken, das, was ausgezeichnet wird, ist zwar vielleicht örtlich irgendwo noch vorhanden, in einem bestimmten Museum, der Autograph sogar in Bonn und in Paris zweigeteilt, aber es soll durch seine digitale Zugänglichkeit tatsächlich auch für alle Menschen offen zugänglich sein. Insofern ist sozusagen die Übertragung aus der analogen Welt in die digitale Welt geschaffen, was noch nicht geschaffen ist und worüber man sicherlich auch nachdenken wird, weiterhin nachdenken wird, ist, wie wir im Erbeprogramm weiterdenken können, wenn es tatsächlich nur noch digitales Erbe gibt, auf dem dann auch als Wissensbestand weiteres Wissen gebaut werden muss. Wie geht das denn? Und da sind wir dann eher im Bildungsbereich und da gibt es eine ganze Reihe von Programmen inzwischen, Open Resource Programs, wo man tatsächlich versucht, im Hinblick auf die immer noch bestehenden Abstände in der Welt, was Zugang zum Wissen anbetrifft, tatsächlich Schneisen zu schlagen durch solche Programme, damit Wissen zugänglich wird für jedermann an jedem Ort, ob er es nun bezahlen kann oder nicht. Aber das sind Anfänge, man muss es sagen. Ja, vielen Dank. Ich spüre in der Antwort ja schon, dass etwas, was mitschwingt, was auf so eine gewisse Erweiterung des Erbebegriffs auch hindeutet, was heute einfach sehr viel mehr ist, als man es früher, wo man es wirklich sehr genau festlegen konnte, auf bestimmte Gebäude oder bestimmte Objekte machen kann. Durch die digitale Welt, durch das Internet wird immer mehr Information geschaffen, immer mehr Objekte geschaffen und damit natürlich auch die Archive vor immer neue Herausforderungen gestellt und auch die Frage gestellt, ob und inwieweit sie das als Teil ihrer Aufgabe begreifen, das, was immer an Neuem dort passiert, ebenfalls zu bewahren und zu archivieren. Das Bundesarchiv hat ja einen relativ klaren gesetzlichen Auftrag, was es machen will, was es machen soll und tut dies. Wenn Sie in die USA schauen, Herr Dr. Hollmann, dann sehen Sie, dass dort die Library of Congress beispielsweise angefangen hat, das komplette Twitter-Archiv als Teil ihres Archivs zu begreifen und zu übernehmen. Deshalb meine Frage an Sie, wie ist das eigentlich jetzt unabhängig von Ihrem gesetzlichen Auftrag, den Sie als Behördenchef natürlich vertreten,
Wollen Sie eigentlich sehr viel mehr tun als das, was Sie im Moment archivieren? Oder sagen Sie, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich im Moment noch nicht damit beschäftigt bin, irgendwie einen Tweet von Bastelmaus, hallo, heute schmecken die Himbeeren aber gut, auch noch archivieren zu müssen? Letzteres. Eigentlich bin ich ganz froh, dass wir diesen Zugang gar nicht nehmen können, weil das weit außerhalb unserer Reichweite ist und auch nicht in der klaren Fortentwicklung unseres gesetzlichen Auftrags besteht, der zunächst darin besteht, jetzt, ich beziehe das auf das Bundesarchiv als Staatsarchiv, darin besteht, dass wir dauerhaft überliefern, wie dieser Staat verfasst war, wie er organisiert war und wie zumindest auf der Ebene des Bundes die wesentlichen Entscheidungen gefallen sind und wie sie unser Leben geprägt haben und fortentwickelt haben. Für mich ist Erinnern und Archivieren immer eine Frage von Identität. Und normalerweise sind natürlich die Archive der Ort, an dem die Bausteine dieses Erinnerns und der Identität bereitgehalten werden in einer Art und Weise, die jedermann gleichermaßen zugänglich ist, sodass jeder an diesem kollektiven Gedächtnis mitwirken kann, an der Fortentwicklung dieses kollektiven Gedächtnisses mitwirken kann, ganz im Gegensatz zu der Zeit vor 150, vor 200 Jahren, als Staatsarchive Einrichtungen des Staates waren, um zu lenken, wie die Geschichte eines Staates zu verstehen ist, in der Regel teleologisch, hier in Preußen natürlich borussianistisch, um klarzumachen, dass die ganze Weltentwicklung seit der Schöpfung darauf hinauslief, dass eines Tages der Staat Preußen entsteht und Wilhelm II. Als König von Preußen und Kaiser von Deutschland hier regiert. Solche Geschichtsbilder gibt es auch heute noch. Man nennt sowas Narrative. Und natürlich ist jede Gemeinschaft daran interessiert und damit auch jeder Staat und jede Gesellschaft, solche Narrative zu entwickeln. Aber die Archive sind der Ort, solche Narrative kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Jetzt könnte man natürlich sagen, in ein solches Narrativ gehört auch, wie hieß Mausi? Dazu. Aber natürlich muss man in irgendeiner Form die Dinge begrenzen und versuchen, eine Linie zu ziehen, die letztendlich natürlich etwas mit Wert und Bewertung zu tun haben. Nicht unbedingt jetzt, dass es nicht interessiert und nicht erinnerbar, erinnerungswürdig wäre, was Mausi denkt, aber die Frage ist natürlich, in welchem Kontext soll es erinnert werden? Und das ist natürlich ein Problem einer unserer Gesellschaft, die multipolar ist. Der Staat ist ja nur einer der Pole in diesem Staat, sodass es nicht die Gesamtaufgabe des Staates sein, oder nein, nicht die Aufgabe des Staates insgesamt sein kann, all das, was so in unserer Gesellschaft existiert, auch in irgendeiner Form festzuhalten. Letztendlich würde, wenn der Staat diese Aufgabe übernehmen wollte, auch immer gleich eine Big Brother-Unterstellung dahinter stehen, nämlich, dass der Staat auch alles unter Kontrolle bekommen kann. Wir haben es ja eben gehört, Paranoia ist ein Phänomen, das kann einem gerade in diesem Feld schon mal unterstehen. Und nur, dass ich paranoid bin, heißt ja nicht, dass ich nicht wirklich verfolgt werde. Wir verfolgen da viel stärker ein Konzept, das sich arbeitsteilig so aufstellt, dass wir natürlich erwarten, dass in der Breite der Gesellschaft Menschen sich für ihre eigene Überlieferung, sage ich jetzt erstmal, zunächst verantwortlich fühlen und erst da, wo wichtige, essentielle, integrale Bestandteile dieser Gesellschaft verloren zu gehen drohen, würden wir uns dann in die Pflicht nehmen lassen. Allerdings muss man sagen, das Ganze findet bei uns in einem sehr engen Rahmen statt. Und dieser enge Rahmen ist personell und finanziell ein Prokrustesbett, sodass wir also sehr gut aufpassen müssen, in welche Richtung wir versuchen wollten, unsere Aufgaben auszuweiten. Vielen Dank. Ich finde interessant, dass in Ihrer Antwort ja deutlich worden, dass das Recht durchaus auch etwas Schützendes hat. Es schützt Sie nämlich in dem Rahmen, den es Ihnen gibt, davor, dass Sie sich auch
mit, sagen wir mal, Alltagsbanalitäten auseinandersetzen müssen und gibt ihnen einen klaren Rahmen vor, innerhalb derer auch dann Bewertung stattfindet. Was tatsächlich nachhaltig als kulturelles Erbe überliefert wird oder was nachhaltig bewahrt wird, ist in der Tat sehr stark auch geprägt davon, was für Vorgaben das Recht macht. Und das ist jetzt die Überschrift für die nächste Frage, die an Till Kreuzer geht. Inwieweit ist selbst in einer Gesellschaft wie unserer oder in einem Staat, wo es keine klare Zensur gibt, inwieweit wirkt das Recht heute bestimmend darauf, was im digitalen Umfeld erhalten wird und was nicht, was bewahrt werden darf und was nicht, und wo verhindert das Recht möglicherweise auch, dass bestimmte Dinge erhalten werden, die vielleicht erhaltenswert ist. Man hört das ja, viele Vertreter sind hier aus Gedächtnisinstitutionen, die immer wieder über Schwierigkeiten mit rechtlichen Rahmenbedingungen auch klagen. Wo sind da vielleicht die Wirkungen des Rechts dahingehend, was erhalten wird und was nicht? Ja, das ist ein weites Feld. Ich würde erst mal sagen, das Recht ist zumindest wertneutral, was die Frage angeht, ob es erhaltenswert ist oder nicht, spielt jedenfalls nach den Rechtsordnungen, die hier verhindernd wirken können, insbesondere Urheberrecht, im Prinzip keine Rolle. Also es geht nicht darum, also urheberrechtlich betrachtet ist es völlig irrelevant, ob das ein toller Inhalt ist oder ein wichtiger, ein kulturell hochwertiger oder nicht, sondern es geht um die Frage, ist es geschützt oder nicht, und wenn es geschützt ist, dann wirkt das Urheberrecht, und das ist ja das, mit dem Sie sich wahrscheinlich fast jeden Tag irgendwie auseinanderzusetzen haben, so eine sehr wirkungsstarke Materie, die im Prinzip hinzugekommen ist in letzter Zeit, die früher mehr oder weniger keine Rolle gespielt hat, und daran sieht man schon das Problem. Es wird einfach meines Erachtens zu viel über Recht diskutiert, wenn es eigentlich um Archivierung gehen sollte. Ja, es wird viel zu viel darüber diskutiert, und daran zeigt sich, das Problem ist. Also jede Diskussion, auf der ich bin, zeigt das Problem. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein, ja? Weil dann hätte man das Problem nicht. Ich würde sagen, es sollte keine urheberrechtliche Frage sein, ob man etwas archivieren kann oder nicht. Und ich würde sogar vermuten, dass das eigentlich weitgehend auch politisch Common Sense ist, dass das nicht so sein sollte. Das Problem liegt allein darin, dass das, was Katrin Passig vorhin gesagt hat, auch im Urheberrecht stattfindet. Man haftet halt sehr stark an dieser Vorstellung von Gegenständen und weniger, und es geht bei diesen Fragen, die da zu lösen sind, urheberrechtlich, darf ich etwas archivieren oder nicht, eben weniger um den Inhalt als um die Verpackung sozusagen, was einigermaßen erstaunlich ist, weil das Urheberrecht ja ein Immaterialgüterrecht ist. Also es bezieht sich ja überhaupt nicht auf die Buchhülle oder sowas, sondern es bezieht sich auf den Text. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Archivierungsregeln von dem Umstand immer noch ausgehen, dass hier ein Buch ist oder hier im Regal steht ein Buch in einer Gedächtnisorganisation, und wenn dieses Buch da ist, dann darf ich eine Archivkopie von diesem Buch machen. Man muss also so, es wird im Gesetz als Original, was im Bestand vorhanden ist, formuliert und beschrieben, was natürlich mit den Problemen, über die wir heute geredet haben, im weitesten Sinne überhaupt nichts mehr zu tun hat, weil könnte man zum Beispiel die Frage stellen, wie soll ein Auftrag Webinhalte, die originär und ausschließlich im Web vorhanden sind, zu archivieren, wie kann er in Einklang gebracht werden mit der Vorgabe, dass man ein eigenes Original besitzt. Ja? Niemand besitzt ein eigenes Original von einem Webinhalt, weil es gibt keinen Besitz und es gibt kein Original. Ja? Also insofern bedarf es einfach einer Anpassung der Denkweise. Und die sollte in die Richtung gehen, dass man sagt, also im Prinzip ist das der öffentliche Auftrag, das kulturelle Erbe, wie auch immer man das dann definiert, was auch immer darunter fällt, nach Wertung, nach Auswahl etc., zu schützen, sollte ein übergeordneter Grundsatz sein, der eben im Urheberrecht verhaftet ist und wo dann steht sozusagen, wenn das gemacht wird von solchen Institutionen, die den Auftrag haben, dies auch zu tun, dann ist das erlaubt, Punkt.
Aber so sind die Regeln bisher nicht. Und dass sie in nächster Zukunft so sein werden, ist auch im Moment nicht absehbar. Und ich fürchte, da ist einfach sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und insofern ist es vielleicht doch wieder ganz gut, dass ich hier bin und auch bei anderen Veranstaltungen, wo dieses Thema immer wieder aufkommt, bin, um das einfach mal reinzuhämmern in die Köpfe derjenigen, die zu entscheiden haben darüber, wie solche Rechte ausgestaltet sind. Das ist eben mit dieser Verhaftung am Original oder am Gegenstand einfach nicht mehr viel zu holen ist, in der jetzigen Zeit und in der Zukunft schon gar nicht. Ich denke, das, was der Till angesprochen hat, kann man auch noch mal auf einer anderen Ebene betrachten. Wenn man sich die schlichte Frage stellt, wer oder was entscheidet eigentlich darüber, an was wir uns erinnern, dann kommen sehr viele Dinge in den Blick, beispielsweise das, was wir eben gesehen haben, semantische Codes, die bestimmte Kontexte herstellen, ermöglichen oder verbieten, oder die Regelungen aus der analogen Urheberwelt mit den entsprechenden gesellschaftspolitischen Vorstellungen, dass eine Gedächtnisinstitution eben ein Buch im Schrank haben muss und dann davon ein Digitalisat machen darf, aber auch bitte nur eins. Bedeutet einfach, dass wir in einer Zwischenzeit leben, denke ich, in der sozusagen einerseits unsere Vorstellungsvermögen noch sehr stark aus der sehr analogen Welt kommt und andererseits Vorgänge passieren im Netz selber bereits, die sozusagen die vollendete Zukunft schon vorausnehmen und uns mit der Möglichkeit von proprietären Systemen, die über uns alle entscheiden, das sind ja private Systeme, wenn man an die Firmen denkt, die dieses neue Programm Schema.com entwickeln. Das heißt, wir haben es da auch mit einem völlig anderen Gesellschaftsbild zu tun. Und ich würde gerne mal zurückkommen auf einen Satz von Enzensberger, der mal gesagt hat, Erbe oder jede Art von kultureller Artefakte, Ausdrucksformen kann man sagen, sind ebenso kulturbestimmt, wie sie kulturbestimmend sind. Was er damit auf eine sehr schöne Formel bringt, ist systemisches Denken. Alles, was uns prägt sozusagen, was unsere Herkunft hergibt, ist sozusagen geeignet, auch institutionell, bis in unsere Rechtsformen hinein. Das Recht ist ja auch ein Stück unserer Kultur und unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht zwischen Europa beispielsweise und den USA oder Europa und China. Es ist ein Teil unserer Kultur, unserer kulturellen Vorstellung, wie wir unser Recht organisieren. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wir selber, glaube ich, überprüfen müssen, mit was für einem Gesellschafts-, auch Weltbild wir an die Gestaltung der Zukunft herangehen, die wir in einer Zwischenzeit sind. Wir haben heute Nachmittag mal darüber diskutiert, dass wir in jeder Zeit, wo es eine neue Technik gab, eigentlich am Anfang Erinnerung verlieren, weil wir noch gar nicht in der Lage sind, sozusagen mitzukommen, was sich da so dramatisch verändert. Und nicht umsonst redet man ja auch von der digitalen Revolution, die vergleichbar ist mit der Gutenberg-Zeit. Das ist eine Art Zeitumbruch, eine neue Ära oder sonst irgendetwas, was da beginnt. Und wir müssen sie gestalten. Und ich glaube, wir müssen uns über diesen Auftrag sehr klar sein, angesichts der Tatsache, das hat mich schon eben sehr erreicht, was Herr Gradmann uns da vorgetragen hat, dass es eben längst Institutionen gibt, die über neue Kontextualisierungen, das heißt ja nichts anderes als Zusammenhänge zu schaffen, die unser Weltbild dann wieder neu bestimmen. Ich möchte das nur mal so als Anregung fast ein bisschen auf der Metaebene weitergeben, weil ich glaube, genau um solche Fragen geht es und auch um die Frage, wie wir ordnungspolitisch, rechtspolitisch mit solchen Einsichten umgehen. Einen Aspekt würde ich allerdings gerne noch hinzufügen, wenn es um diese ganzen Rechtsfragen geht. Aus der Praxis heraus, wir kaufen bisweilen Fotonachlässe von Fotografen, die ja, davon gelebt haben, diese Fotos zu machen und sie dann an Zeitungen zu verkaufen. Wenn heute wir dann diese Dinge, das ist normalerweise besagt der Vertrag das dann, wir bekommen diese Fotos mit allen nicht ausschließlichen Rechten, aber zumindest für eine gewisse Zeit beteiligen wir den Fotografen an den ja,
an den Erlösen, die daraus erzielt werden, beziehungsweise der Umstand, dass der Fotograf zum Teil damit seinen Lebensunterhalt bestreitet, zwingt uns, Erlöse zu erzielen. Es ist aber die einzige Möglichkeit, unter Umständen an solche Fotos zu kommen, die bisweilen ja, historischen Wert haben und die von der archivarischen Seite her auf jeden Fall Wert in dem Sinne besitzen, dass sie nach Möglichkeit ewig erhalten bleiben. Das ist ja im Prinzip die Zielstellung. Und da einen Ausgleich zu finden zwischen dem Umstand, dass jemand von seiner Kreativität lebt und dass die alten, zumindest sind das die Muster, die ja bisher noch dazu geführt haben, dass ein Schriftsteller, ein Fotograf ja dann vom Verkauf und der Verwertung seiner Bilder, seiner Texte lebt oder zumindest mitlebt, das muss eben für eine gewisse Übergangszeit in einen fairen Ausgleich gebracht werden. Das ist schwierig zu finden und nicht immer einzusehen, dass ein Bild, das vielleicht längst eine Ikone geworden ist, auf die Art und Weise in seiner Verfügbarkeit begrenzt ist. Aber es ist ja etwas, was ja, zu einem gewissen Prozess dazugehört und der zu den Grundbedingungen auch der Erstellung eventuell dieses Fotos dazugehörte. Schwieriger ist es für mich, wenn das Urheberrecht oder das Recht am geistigen Eigentum benutzt wird, um gegebenenfalls generell zu lenken und Restriktionen zu verhängen. Ich mag da nur erinnern an die Auseinandersetzung, die es vor ein paar Jahren gerichtlich gegeben hat, dass ein Schreiben von Gunter Grass an den damaligen Minister Schiller, in dem er ihn darüber belehrt, wie er mit seiner NS-Vergangenheit, der war in der HJ und NSDAP-Mitglied, umzugehen habe, in der FAZ, glaube ich, abgebildet worden wäre, wie der weitere Umgang damit verhindert wurde, weil das Gericht gesagt hat, immer dann, wenn Günter Grass etwas schreibt, ist es von alleine Literatur und unterliegt deshalb seiner Verfügungsgewalt und darf deshalb, auch wenn das körperliche Stück längst Eigentum des Bundes und des Bundesarchivs ist, trotzdem nicht mehr ohne seine Zustimmung verwertet werden. Da wird dann das Urheberrecht und das Recht auf geistiges Eigentum in meinen an meinem Dafürhalten missbraucht. Das stimmt so nicht. Also es gibt ein Bild, die Erde fotografiert vom Mond. Das hat ein Beamter der USA, der war Astronaut, also war angestellt in den USA. Und da er das als Beamter der USA gemacht hat, einer der wenigen, die auf den Mond konnten, ist dieses Foto eben unter freien Lizenz verfügbar. Weil es eben als ein behördliches Dokument erstellt wurde. Im Gegensatz dazu, ich sage ja nicht, wenn Sie Fotos einkaufen, der von der Bundesregierung bestellte Fotograf, der Willy Brandt bei seinem Kniefall wurde fotografiert hat, ist immer noch, dieses Foto ist immer noch unter urheberrechtlichem Schutz, obwohl es von einem Beamten gemacht wurde. Also insofern muss man ja schon ein bisschen die Hirte im Dorf lassen, wenn natürlich zugekaufte urheberrechtliche Fotos gerne, aber die Fotos, die vom Bund. Von den Dingen habe ich jetzt auch gar nicht gesprochen, sondern da denke ich mir, da haben wir ja auch die Verwertungsrechte, weil dem Bund die Verwertungsrechte gehörten. Warum sind die Bilder von Willy Brandt in diesem Fall dann nicht in einer freien Lizenz? Weil sie angekauft wurden wahrscheinlich. Warum diskutieren wir schon wieder nur über Recht? Es ist erstaunlich. Ne? Also es geht jedes Mal, es gibt ja ganz viele interessante Themen, über die wir reden können und es geht sofort wieder über Recht. Aber wenn wir schon dabei sind, ich würde einfach... dazu raten, da ganz viele Dinge auseinanderzuhalten, die man nicht in einen Topf schmeißen sollte. Was ich gerade angesprochen habe, ist weniger das Problem, ob jemand da Geld bekommt für irgendwas, sondern es geht um die Frage, wie sind Massendigitalisierungsverfahren zum Beispiel überhaupt realisierbar? Jedenfalls nicht über den Weg, dass man zu jedem Fotografen geht und mit dem einen Vertrag schließt und ihn dann an irgendwelchen Erlösen, die meistens nicht erzielt werden, beteiligt werden. Das sind die Dinge, um die es mir geht insbesondere. Ja. Es geht nicht um kleine Sammlungen, die einem ohnehin überlassen werden, mit denen man dann eine Vereinbarung treffen kann mit den Erben oder mit dem Erblasser. Es geht um Massendigitalisierungsverfahren, wie zum Beispiel das Web-Harvesting-Verfahren, was im Gesetz der Deutschen Nationalbibliothek verankert ist, wo sowas drinsteht wie, hat den Auftrag, das gesamte Web zu, oder das gesamte deutsche Internet, glaube ich, heißt es da, weil das ist ja, das unterliegt dem Territorialitätsprinzip, das deutsche Internet zu archivieren. Ja? Wenn man als
Urheberrechtler sich in dieses Gesetz anguckt, dann stellt man sich sofort die Frage, wie geht das? Ja, also rechtlich, also technisch ist eine Frage, die Auswahlfrage ist eine große Frage, aber die erstmal wichtigste Frage, die es eigentlich wiederum nicht sein sollte, ist, wie soll das urheberrechtlich gehen? Und die Antwort lautet gar nicht. Ja, das bedeutet, dieser Auftrag ist nicht erfüllbar, weil das eben mit urheberrechtlichen Maßstäben kollidiert einfach und es einfach völlig unmöglich wäre, auf dem Individualvereinbarungswege solche Dinge zu realisieren und dann jeden Inhaber von Rechten an irgendeinem Inhalt, der im Internet steht, im deutschen Internet, was ja komplett irgendwo gespeichert werden soll, zu fragen, ob man das darf. Ja, Archive.org beispielsweise macht das einfach so. Ja, die haben ja auch amerikanisches Recht, das wurde ja vorhin schon angesprochen, da gibt es sowas wie Fair Use. Mhm. Die operieren zwar möglicherweise teilweise im Graubereich, aber die haben eine Regelung, die halt sowas gestattet. Das sind die Dinge, die muss man auf der einen Seite sehen und da muss man sich fragen, gibt es rechtliche Lösungen dafür, sollte es die geben und wie können die aussehen? Und dann gibt es ganz viele andere Fragen, nämlich wie ist die Vergütung von Fotografen beispielsweise zu realisieren. Zu der Frage kommt man aber erst, wenn man sich überlegt, was bedeutet denn Archivierung im öffentlichen Auftrag überhaupt? Denn wenn es erstmal nur darum geht, den Bestand zu erhalten, ja, dann ist meines Erachtens diese monetäre Frage überhaupt nicht betroffen. Mhm. Ja, weil der Fotograf hat ja nichts, verliert ja nichts dadurch, dass es ein Archiv gibt, wo sein Bild ist. Ganz im Gegenteil, wir haben mal so eine Podiumsdiskussion gehabt mit Filmen, Produzenten, die dann zu der Frage, denen die Frage gestellt wurde, was denken Sie, wollen Sie, dass es solche Institutionen wie Kinemathek etc. gibt, Ihre Filme archivieren? Und wenn Sie es wollen, wollen Sie dafür Geld haben? Und die haben alle gesagt, das ist doch absurd. Ja, natürlich will ich das. Und wie könnte ich dafür Geld verlangen? Eigentlich wäre ich ja eher derjenige, der Geld bezahlen müsste, weil es jemanden gibt, der mir diese schwierige Aufgabe abnimmt. Also man muss ja ganz viele Dinge abschichten. Also ich denke, man muss aus solchen sozusagen alten Schemata des Denkens raus. Wenn man in Zeiten des Umbruchs ist, muss man sozusagen zumindest erstmal eine Denkübung anstreben, die man aus der Innovationsforschung kennt, erstmal das Gegenteil denken. Also für mich heißt das zum Beispiel, und das haben wir heute Nachmittag auch schon mal angesprochen, wie kann man eigentlich sowas wie eine Kultur des Zugangs in der digitalen Welt schaffen. Denn die Digitalisierung verändert in der Tat, Herr Hollmann hat das ja angesprochen, die Wertschöpfungsketten ganz dramatisch. Und man muss dann einfach sagen, gut, wenn es so ist, muss man auch mal die Perspektive schlicht von uns allen einnehmen. Wir wollen Zugang haben zu bestimmten Wissensbeständen. Und wie kann man diese Kultur tatsächlich verankern in unserer demokratischen sozusagen Grundordnung? In welchen Verfahren kann man sie begründen? Beispielsweise auch, dass Zugang zu Wissen bedeutet, dass ein Staat ja, innovativ bleibt, dass er neue Dinge erfinden kann. Dass wir sozusagen oft als Wissenszwerge auf den Schultern unserer Vorfahren, den Riesen, den Wissensriesen stehen können und nicht ausgeschlossen werden durch sogenannte proprietäre oder Eigentumssysteme, die sich in der Hilflosigkeit sozusagen zwischen analoger und digitaler Welt offenbar breit machen. Ich glaube, dass das wesentlich ist, dass man darüber nachdenkt, was ist das Interesse einer Gesellschaft? Und das Interesse einer Gesellschaft ist einerseits das wirtschaftliche Interesse, das ist völlig legitim, aber es ist andererseits auch tatsächlich das kulturelle Interesse, das Bildungs-, das Innovationsinteresse der Gesellschaft an sich. Und wenn wir das nicht sozusagen neu denken und übersetzen, in unsere Verfahren, in unsere demokratischen Verfahren wird es nicht gehen. Die EU, habe ich heute zum ersten Mal gehört und gelernt, hat tatsächlich eine Art Empfehlung schon ausgerichtet, dass es so etwas geben soll, wie eine europäische digitale Zugänglichkeit zu kulturellen, das heißt ja auch Bildungs- und Wissenschaftsbeständen. Mal sehen, was wir daraus machen in Europa. Klingt interessant. Mikrofon. Was ich interessant finde, ist, dass jetzt im Grunde ein Bogen geschlagen wird zu dem Anfang. Katrin Passig hat davon gesprochen, dass für die Frage der Nachhaltigkeit, für die Frage, was bleibt erhalten, die Frage des Interesses und des Zugangs natürlich entscheidend ist. Also
wenn etwas vergessen wird, wenn etwas nicht mehr interessiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht überdauert, einfach sehr groß. Während das, wofür ein Interesse da ist und die Voraussetzung für ein Interesse ist natürlich, dass es vorkommt, dass es in der Welt ist und dass der Zugang dafür da ist, ist auch eine Voraussetzung für die Nachhaltigkeit. Also inwieweit sind die Begriffe des Zugangs und der Nachhaltigkeit jenseits der technischen Fragen von Bit Preservation etwas, was man in einem Zusammenhang oder in einem dialektischen Verhältnis sehen muss? Herr Hollmann, wie sehen Sie das? Naja, archivieren ohne die Möglichkeit des Zugangs ist sinnlos. Das wäre ein rein antiquarischer Ansatz, der darauf hinauslaufen würde, Dinge zu sammeln. Und wir tun sie zumindest in unserem Kontext, im Kontext einer demokratischen Gesellschaft, nicht in dem Sinne, dass jetzt irgendein Fürst eine Orangerie hat und dann darin spazieren gehen kann, sondern dass das, was öffentliches Eigentum, das, was auch öffentliches Wissen ist, allen gehört und von allen genutzt werden kann für alle Zwecke, die damit einfallen. Deshalb sagt auch unser Gesetz, das war damals sehr modern, als das zum ersten Mal so formuliert wurde, Archivgut des Bundes ist jedermann zugänglich, ohne dass er darüber Auskunft geben muss, warum er das nutzen will. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, glaube ich, dass wir klar machen, der Zugang ist eigentlich die Ziel- und Zweckstellung all dessen, was wir tun. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darüber klar werden, was in unserer Macht steht und was wir tun können und dass wir eben nicht die Totalität all dessen, was einmal gewesen ist und was mal gesagt und gedacht wurde, erfassen und in der ganzen Komplexität erhalten können. Das ist in meinen Augen eine Binsenweisheit. Das geht einfach nicht. Und dass wir dann einen Auswahlprozess starten müssen, den jeder aus seiner Perspektive und aus seinem institutionellen Auftrag heraus auch begründen muss, das gehört dazu, dass wir nachher ein möglichst buntes und multiperspektivisches Bild auf unsere Gesellschaft gewinnen. Aber da steckt auch ein Stück gesamtgesellschaftlicher Verantwortung drin. Frau Wenzel, Sie hatten sich eben gemeldet. Ja, ich wollte das sehr stark unterstreichen, und zwar nochmal aus einer konkreteren Museumsperspektive. Also wir haben in der Museumswelt im Moment eine Diskussion um die neue Website des Rijksmuseums. Und hat im November letzten Jahres Rijksstudio gelauncht. Das sind 125.000 high-resolution Images der Sammlung des Rijksmuseums. Und zwar so für alle zugänglich gemacht, mit der ausdrücklichen Aufforderung, dass man auch Details neu zusammenstellen kann und sozusagen eben da, ich weiß nicht, was komponieren kann, tassenbedruckten T-Shirts machen, ich weiß nicht was. Also, und ich halte das, was also wirklich für nicht nur im richtigen Durchbruch, was das Museum da gemacht hat. Und zwar, weil es uns auf der einen Seite über diese ganze Diskussion, dass wir kommerzielle Aneignungen müssen wir verfügen als Museen, dass es uns in einen ganz anderen Punkt katapultiert, nämlich auf der einen Seite die Möglichkeiten, die Besuchstümer, die wir haben, en detail zu studieren und auf der anderen Seite uns die Besucher zu ermutigen, sich anzueignen, sie neu zusammenzustellen, mit uns in den Dialog zu treten, über deren Bedeutung, über deren Bedeutungsmöglichkeiten etc. Und ich halte das auch im Hinblick auf die Frage von Nachhaltigkeit für eine sehr interessante Strategie. Wenn man darüber nachdenkt, dass die Kulturgüter, die wir verwalten, irgendeinen Einzug halten in die Kinderzimmer, in die Küchen, deswegen würde ich sehr stark dafür plädieren, dass wir das gerade skizziert haben, die Frage der Zugänglichkeit und die Frage der Nachhaltigkeit, die wir das dargestellt haben, zusammenhängen. Ich freue mich, ohne es vielleicht zu wissen, haben Sie gerade auch Werbung für die Konferenz im November gemacht, zu werden gestalten, weil auch dort das Rijksmuseum mit seiner Politik sich präsentieren wird. Ich gucke auf die Uhr. Ich weiß, dass es unten etwas zu essen für uns wartet und dass man mit vollen Gläsern und mit vollen Tellern sicherlich noch gut weiter diskutieren kann. Und weiß auch, dass mein Kollege Till sich sicherlich freuen wird, wenn er jetzt das letzte Wort hat. Das kam abrupt, ja.
außerordentlich schwierig, das letzte Wort zu haben bei dieser sehr vielfältigen Debatte. Ich muss sagen, bei diesen ganzen Debatten, ich beobachte das ja schon sehr lange, ich habe immer Sorge, dass uns die Zeit davonläuft. Ja? Diese Zeitspanne angesichts der Dynamik der Realität ist die Zeitspanne, in der wir diskutieren über diese Dinge, schon sehr lang, jetzt schon sehr lang. Und sie wird vor allem proportional steigernd immer größer werden. Das heißt, dieser Time Gap, den man nachher haben wird, wenn man zurückblickt, der ist enorm. Und wenn ich mir dann anschaue, dass beispielsweise immer noch nicht so, noch nicht mal konzeptuell die Frage geklärt ist, sollte man jetzt den gesamten Twitter-Stream archivieren oder nicht und warum sollte man das machen und wenn nicht, warum nicht, finde ich schon einigermaßen erschütternd. Also vielleicht kann ich ja so ein paar 5 Cents noch da in den Raum schmeißen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn man sich mal überlegen würde, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Literatur und Individualkommunikation, die heutzutage häufig Point-to-Multipoint abläuft, obwohl es gar nicht so gemeint ist. So jeder zweite Facebook-Post ist eigentlich an 3 Leute gerichtet. Es können ihn aber trotzdem alle lesen. Ja? Das heißt, es gibt eine neue Art von Kommunikation, die öffentlich stattfindet. Und da muss man sich überlegen, ist das etwas, was kulturelles Erbe ist? Ja? Mit anderen Worten, man muss sich den Kulturbegriff nochmal anschauen. Und das gilt auch und besonders für die Dinge, die auch im eigentlichen Sinne tatsächlich Kultur sind. Und da sehe ich eine große Problematik. Der herkömmliche Kulturbegriff ist häufig nicht so einfach zu übertragen auf das, was heutzutage als kreative Errungenschaften tatsächlich passiert. Und das sind neue Herausforderungen, glaube ich, an das Prinzip der Archivierung im öffentlichen Interesse von Kultur, die sich da stellen, die es vorher nicht gegeben hat. Denn es ist einfach so, dass heutzutage Kreativität und damit ganz viel kulturelle Leistungen von ganz viel mehr Leuten nicht nur gemacht werden, sondern auch veröffentlicht werden. Und dadurch kommt ja erst diese Frage ins Spiel. Wenn ich früher mir eine Fotokollage gemacht habe und die an meinen Kühlschrank gehängt habe, wäre niemals die DNB darauf gekommen, das irgendwie zu archivieren, weil sie hätten ja niemals davon erfahren, dass es das überhaupt gibt. Mit anderen Worten, es war ja auch nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Heutzutage wird veröffentlicht, das ist die Kulturpraxis, die dahinter steht, ganz egal, ob man eigentlich möchte, dass alle anderen das auch mitgeteilt bekommen oder nicht, man macht das einfach so. Und da stellen sich natürlich ganz andere Herausforderungen an die Frage, was ist und was sollte archiviert werden und nach welchen Kriterien sollte man denn diese Frage beantworten. Und ich finde das total ambivalent. Ich bin da selbst sehr zwiespältig, was die Antwort darauf angeht. Ich neige einerseits immer dazu, insbesondere wenn es um staatliche Regelungen geht, zu sagen, da wird überhaupt keine Wertungsentscheidung getroffen, sondern es wird tatsächlich wertneutral, wird einfach gespeichert sozusagen. Das wäre halt die Harvesting-Lösung. Auf der anderen Seite ist mir völlig klar, dass das vollkommen unsinnig ist und in diesem Ausmaß auch überhaupt nicht zu leisten ist. Was bedeutet, es müssen Wertentscheidungen getroffen werden, aber um sie treffen zu können, glaube ich, muss man erstmal an die Grundbegriffe rangehen und die nochmal überdenken, ob die denn einfach so übernommen werden können von der Zeit, die wir gewohnt sind und wo wir sie gebildet haben, in die heutige Zeit. Wenn man das gemacht hat, dann kann man sich überlegen, wenn ich jetzt diesen Grundbegriff Kultur definiert habe in einer interaktiven, online vernetzten Globalwelt, wo jeder irgendwie Produzent und Kreativer und alles gleichzeitig sein kann, dann kann ich mir überlegen, will ich denn das, was die alle machen, denn aus welchen Gründen auch immer speichern und für alle Ewigkeiten archivieren oder sollte ich das tun oder brauche ich das gar nicht? Aber ohne diese Grundsatzdebatten, und das ist das, was ich meinte mit meiner Sorge um den Zeitverlauf, den ich mir hier ansehe, 10, 15, 20 Jahre und weitere 10, 15, wer weiß wie viele Jahre, wenn man das noch nicht mal beisammen hat, dann würde ich sagen, tut man sich mit der Antwort auf die Frage, was sollte eigentlich archiviert werden und was ist Archivierung von kulturellem Erbe im öffentlichen Interesse, was ist Nachhaltigkeit, ganz schwer tun, sie beantworten zu können. Vielen Dank. Hier ist Schluss, aber die Debatte geht natürlich weiter und ich hoffe, wir werden alle den Weg nach unten finden und dort den Weg in spannende Gespräche. Vielen Dank.